Ja, hallo. Schön, dass Sie alle den Weg hier hingefunden haben. Der Raum war ja nicht ganz leicht zu finden. Umso schöner, dass wir uns heute in der Veranstaltung gemeinsam befinden. Es geht um Recycling im Zeitalter der Digitalisierung. Das ist eine gleichnamige Studie, die der NABU beim IZT und bei Ökopol in Auftrag gegeben hat. Und wie schon erwähnt, ist es der erste Teil einer Studie. Und Sie sind die Ersten, die diesen Teil glücklicherweise zu hören bekommen. Wir haben ein straffes Programm und möchten uns ganz gerne erstmal vorstellen und die Motivation der Studie vorstellen. Dann aus NABU-Sicht natürlich, welche To-Dos gibt es eigentlich für eine ressourcenschonende Digitalisierung, um dann auf die Studie zu kommen, einmal auf den Hintergrund, die Zielstellung, Struktur und den Stand der Studie. Und dann gehen wir direkt ins Detail zu den Erfassungs- und Recyclingquoten von Elektrogeräten, schauen uns dann ganz spezifisch die kritischen Metalle an und die umweltrelevanten Kunststoffe, um dann zu den Empfehlungen Richtung rechtliche Anforderungen zu kommen. Der NABU, den gibt es seit 100 Jahren und Sie kennen vielleicht diesen kleinen Vogel, der manchmal vor Naturschutzgebieten hängt. Das ist das NABU-Logo. Wir haben über 660.000 Mitglieder und Förderer und sind damit einer der größten Umweltverbände Deutschlands, sind der deutsche Partner von BirdLife International und demokratisch organisiert, bundesweit aktiv und haben auch Orts- und Fachgruppen. Unsere Ziele, da geht es einmal um den Erhalt von Lebensraum und Artenvielfalt, um Nachhaltigkeit, auch im Klimaschutz. Wir engagieren uns für einen nachhaltigen Konsumstil, weniger Müll, Ressourcenschutz, Ressourcenschonung und eben in dem Zuge auch für einen Ökodesign und eine Kreislaufwirtschaft, wo dann natürlich auch das Recycling mit reinfällt. Ein sehr wichtiges Feld ist für uns die Reduktion des Ressourcenverbrauchs, global und natürlich auch national. Und da geht es bei uns einerseits um die Ressourceneffizienz und die Ressourcenschonung. Und das Recycling von Elektro-Altgeräten können diese eben auch positiv beeinflussen. Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Volker Handke. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Das ist das ausgesprochene Wort für IZT, das ist schon gefallen. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen. Sie sehen hier auf der rechten Seite die Forschungscluster im IZT, Zukunftsforschung, Partizipation, Nachhaltigkeit, Transformation, Technologie und Innovation. Meine Person, ich arbeite viel in diesem Unterpunkt von Nachhaltigkeit, Transformation, Energie, Ressourcen und Emissionen. Ich würde sagen, so zusammengefasst können wir sagen, wir machen Zukunftsforschung sozusagen in normativen Rahmen der nachhaltigen Entwicklung. So, das soll auch reichen. Ne? Wir haben so viele Folien. Gut, dann kommen wir schnell zur Motivation. Weltweit sind Elektro-Altgeräte die am schnellsten anwachsende Abfallfraktion mit einem jährlichen Zuwachs von 3-5%. Und dann gibt es die Problematik des Abbaus von Primärrohstoffen, der erheblich negative Umwelteinwirkungen aufweist und eben mit einem Eingriff in der Natur verbunden ist und mit Auswirkungen auf die Biodiversität bis hin zu auch sozialen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen. In der Studie wird es um Elektrokleingeräte gehen. Sie sehen hier unten ein Bild, was eigentlich Elektrokleingeräte sind. Es geht über vom Toaster bis zur Kaffeemaschine, Smartphones etc. Also es ist eine breite Palette. Und diese werden eben im heutigen Zeitalter immer digitaler. Und wir sehen auch, dass immer häufiger baugleiche oder virtuelle Kleingeräte in beispielsweise Großgeräte verbaut werden, in eine Waschmaschine oder in ein Sofa
etc. Außerdem sehen wir, dass Elektrokleingeräte eben auch mülltonnengängig sind. Das heißt, sie werden häufig mal versehentlich in den Restmüll geschmissen, obwohl sie da nicht reingehören. Sie werden lange gelagert. Es gibt den berühmten Ausdruck Schubladenhandys und die Rücknahme ist häufig schwierig. Das ist ein Grund, warum wir uns eben auch mit den Elektrokleingeräten beschäftigen. Wir haben gesehen, dass das Recycling von Elektrokleingeräten oder Elektroaltgeräten im Allgemeinen von Massenmetallen dominiert wird. Das sind dann beispielsweise Kupfer und Aluminium, wo die Recyclingquoten bei über 95% liegen. Edel- und Sondermetalle, Kunststoffe fallen da häufig raus und haben sehr, sehr geringe Recyclingquoten von 0-1%. Somit war für uns die Schlussfolgerung, die Rückgewinnung von diesen spezifischen Metallen und Kunststoffen haben Verbesserungspotenzial. Was sind unsere To-Dos, die wir im Moment vom NABU her identifizieren? Wir sehen, dass wir weniger Mengen brauchen. Das heißt, wir müssen uns auf eine langlebige und recyclingfähige Produktkonzeption und auf eine Abfallvermeidung konzentrieren. Wir brauchen eine bessere Rückgabemöglichkeit. Und wir müssen auch die Sammlung von Elektrokleingeräten verbessern. Das sehen wir auch gleich nochmal in der Studie. Wir sehen bei der Rückgabe, dass es häufig schwierig ist, beispielsweise einen alten Föhn beim Händler abzugeben. Der wird dann beispielsweise nicht angenommen oder es ist häufig nicht ganz so eingängig, wo und wann Elektrokleingeräte abgegeben werden können. Dann sehen wir als ein To-Do, dass wir eben die Qualität und die Quantität des Altgeräte-Recyclings stimulieren und erhöhen müssen und sehen als einen Weg die stoffspezifischen Recyclingquoten in der deutschen Gesetzgebung, das ist das Elektro-G, und eben auch in der europäischen Gesetzgebung, in der WEEE-Richtlinie, dass es da eben wichtig ist, das Recycling zu stimulieren und zu erhöhen. Rechts auf der Folie ist die EU-Abfallpyramide abgebildet. Da sehen wir ganz deutlich, Vermeidung steht an oberster Stufe und die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder auch dann im Endeffekt die Reparatur von Elektrokleingeräten. Wichtig sehen wir, dass Wiederverwendung ganz klar gegenüber der Verwertung, also dem Recycling und der sonstigen Verwertung Vorrang haben muss. Das ist heute häufig nicht der Fall. Und dass auch die Vorbereitung zur Wiederverwendung im Elektro-G, also in der deutschen Gesetzgebung, eindeutig geregelt werden muss und auch die Anwendung erleichtert und gefördert werden muss. So, damit gebe ich rüber zu Herrn Handke. Ja, ich würde denn so stehen. Nochmal guten Abend von meiner Seite. Ich würde jetzt gerne übernehmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil in diesen Räumen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe hier mal studiert, ich freue mich, in meiner alten Alma Mater sprechen zu dürfen. Sagen Sie, du wisst, das ist voller Geschichte. Hier in diesem Hörsaal ist viel schon passiert. So, und ich habe jetzt exakt noch 10 Minuten. So, und ich bin ein Wissenschaftler und Wissenschaftler haben es immer schwer, die Zeit einzuhalten. Deswegen habe ich mir ein technisches Hilfsmittel mitgebracht, und zwar die Eieruhr aus meiner Küche. Und das ist ganz toll. Das ist ein Elektrokleingerät, das wiegt 50 Gramm und 12 Gramm davon sind die Batterie. Sie hat auch gleichzeitig das, was immer mehr und mehr Elektrokleingeräte haben, oder eigentlich alle Elektrogeräte. Sie hat ein Display, ja, und sie hat sie sendet Melodien, sie ist ein akustischer Einsatz. Das ist ein 5 Cent Produktionskostenartikel. Es ist ein echtes Wegwerfartikel. So, und das vielleicht nochmal so als Aperitif voran. Hier sehen Sie auf dieser Folie die Zielstellung nochmal aus unserer Sicht. Als wir die Zielstellung zuerst gehört haben von NABU, haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das machen wir auf gar keinen Fall. Das ist mit seriösen Möglichkeiten eigentlich nicht praktikabel, in dieser Tiefe die Fragen, die aufgeworfen werden, zu stellen. Haben dann ein bisschen hin und her überlegt und haben gedacht, naja, ist auch für Ehre, und haben es doch gemacht. So, ob das eine gute Idee war, bin ich mir noch nicht sicher. Das ist der Versuch, hier nochmal aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen, was Zielstellung der Studie ist. Es geht um eine Herstellung einer wissenschaftlich fundierten Grundlage für rechtliche Anforderungen, Recycling, Rückgewinnung von Metallen und Kunststoffen
Rohstoffen und Mülltonnen, Elektrokleingeräten aus Haushalten. Damit ist Gegenstand und Aspekt schon mal definiert. So sieht die Struktur noch mal ein bisschen etwas komplexer aus. Und ich habe noch 10 Minuten, Dankeschön. Es gibt oben unter 1 sozusagen so einen materiellen Zugang, einen materiellen Guck, Mengen, Gerätetypen, und dann 2 ist eher so ein rechtlicher Perspektive. Wie können die im materiellen festgestellten Dinge eigentlich jetzt in Recht übergeben werden, gegossen werden? So, wir sind gerade, sagen wir mal, ein Dreiviertel mit Punkt 1 fertig. So würde ich das mal sagen. Da will ich jetzt ein paar Sachen von euch zeigen. Das erste, was wir gemacht haben, ist uns rechtlichen Status quo sozusagen anzugucken im Sinne von, das ist ja alles doll geregelt, wie viel wird zurzeit getrennt gesammelt, wie viel wird in der Verwertung zugeführt. Das sind die Quoten hier. Blau ist immer in Verkehr gebrachte Elektrogeräte, nicht nur Kleingeräte, alle, so die als Elektroaltgeräte definiert sind, und rot ist so das, was getrennt gesammelt wird. Und man kann zusammenfassen, die Hälfte aller Elektroaltgeräte werden nicht getrennt gesammelt. So, was schon mal ziemlich zum Denken gibt. Das Ganze ist ein bisschen zeitversetzt, darum dieser rote Pfeil. Also statistisch wird dann immer nur die in den letzten 3 Jahren in Verkehr gebrachte Menge berücksichtigt. Die nächste Folie, die ich Ihnen zeigen will, das ist natürlich auch eine Überlegung, hält Deutschland eigentlich das, was ohnehin schon vorgesehen ist, ein? Und da sehen wir so ein paar Zahlen. Oben ist eine blaue Tabelle. Ja, das sind die Zielvorgaben, die sich aus dem derzeitigen rechtlichen Stand ergeben. Unten sind die Ziele, die jetzt die Quoten, die in Deutschland in den Jahren 14, 15, 16 eingehalten worden sind. Jetzt müsste man noch ein bisschen gucken, was ist das eigentlich? Verwertung, Recycling, Vorbereitung zur Wiederverwendung. Das sind bestimmte Begriffe, die der Rechtsgeber sozusagen definiert hat. Ich will Sie da nicht mit langweilen. Zunächst mal ist die Message dieser Folie: Deutschland hält alle rechtlichen Vorgaben aus dem Elektro-G ein. Und das wäre ganz schön. Wenn man sich aber mal anschaut, und das ist diese Folie, die Torte nimmt nicht nur das, was getrennt eingesammelt ist, sondern auch das, was eben in Verkehr gebracht worden ist. Und dann kann man sich fragen, wo bleibt eigentlich die 31%, die hier rot markiert sind, die nicht getrennt gesammelt werden, die wiederverwertet. Man kann schon mal sagen, auch das, was wir hier sehen an energetischen Verwertung, das ist ja immerhin 8%, ist eine Umgangsweise mit Elektroaltgeräten, die alles andere als empfehlenswert ist. Die Verbrennung von Elektronik führt zu Dioxinbildung. Das ist einfach so. Also Elektroschrott zu verbrennen zählt zu den unangenehmsten Dingen. Aber sie überhaupt nicht zu sammeln, das ist sicherlich nochmal ein Zeichen hier. Da verbergen sich noch ganz andere Dinge dahinter. Dazu gehört der illegale Transport, illegale Export, und dazu gehört vor allen Dingen, dass es in den Haushaltsmüll eingeschleust worden ist. Die sogenannten Fehlwürfe. Und die wollen wir hier natürlich ein bisschen in den Blick nehmen. So, und zwar, wir wollen ihn in den Blick nehmen aus zweierlei Perspektiven, einmal aus der metallischen und einmal aus der Kunststoffperspektive. Wir haben vor allem die kritischen Metalle uns herausgeguckt. Die haben in der Ressourcenökonomie eine besondere Eigenschaft. Ja, sie sind in sehr geringen Volumen der internationalen Stoffströme unterwegs. Sie haben sehr volatile, also sehr schwankende Preise. Sie werden von Schlüsseltechnologien nachgefragt. Ja. Digitalisierung mit seinen verschiedenen Ausformungen gehört dazu, ganz klar. Sie haben eine dissipative Verwendungsstruktur. Das heißt, ich werde da gleich nochmal drauf kommen, da habe ich ein schönes, vielleicht eine Anschaulichkeit. Wir wollen in unserer Studie eine erweiterte Kritikalität uns anschauen, also nicht nur die Versorgungssicherheit, die ist sehr bekannt und es gab schon viele Studien darüber. Das ist immer so eine ökonomische Perspektive. Wie sieht die Versorgungssicherheit der deutschen Unternehmen zum Beispiel aus? Wir wollen auch die Umweltrelevanz und nicht zuletzt die Menschenrechtssituation in den Blick nehmen. Gerade Letzteres, finde ich, ist bei dem Begriff der Kritikalität eigentlich unvermeidbar. Und die Stoffe sollen sich natürlich in kleinen Elektroaltgeräten wiederfinden. So, das ist mal der Versuch, die Umweltwirkung von Elektrokleingeräten, das ist der Versuch, die Umweltrelevanz von Metallen einmal darzustellen. Wir haben hier eine Reihe von Metallen, vor allem aus der Gruppe der Platinmetalle, aus der seltenen Erden und der Halbleiter, also alles Metalle, die in Elektroaltgeräten zu finden sind, und haben sie nach den gängigen, sagen wir mal, Kriterien eines ökologischen Fußabdrucks. Wir finden hier den kumulierten Energieaufwand, wir finden das Global Warming Potential,
also der Beitrag, das Potenzial, Klimawandel zu verursachen, Versauerung und Eutrophierung sind so umwelttechnische Dinge. Und was man hier schon mal schön sieht, ist interessanterweise, dass Gold zusammen mit Scandium eigentlich die Elemente sind, die in Elektrogeräten zu finden sind, die einen besonders hohen und großen Fußabdruck haben an ökologischen, gefolgt von den Platingruppenmetallen und ausgewählten Halbleitern. Ich habe das jetzt mal mit roten Pfeilen so ein bisschen markiert. Fünf Minuten, er sagt mir noch 5 Minuten. Ich habe noch 16 Folien. Wow. Wow. Sie brauchen sich nicht alles zu merken, das ist logarithmisch aufgetragen, aber das ist schon so ein Griff in, wie man in Wissenschaft versucht, Umweltwirkungen zu darzustellen. Die Perspektive, die wir hier einnehmen, oder was die Botschaft, wenn man so will, dieser Folie ist, das wäre die Menge an Umweltschädigung, die man einsparen könnte, wenn man diese Metalle zurückgewinnt und als Sekundärstoff wieder einspeist. Also das wäre vermiedene Umweltwirkung aus Mining Extract, also aus der Minentätigkeit, aus der Extraktion und aus der Raffinationstätigkeit. Okay, die nächste Folie ist auch sehr schön bunt. Aufgetragen ist das Periodensystem der chemischen Elemente, so halbwegs. Und wir sehen hier alles, was so rot ist. Ja, das sind globale Recyclingquoten dieses Metalles, die, wie steht es hier, unter 1% sind. Und dann geht das so rauf, je blauer sozusagen, desto höher ist die, also je weiter von rot nach blau, desto höher ist sozusagen die Recyclingquote. Gold zum Beispiel, sehr interessant, hat zwar einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck, wird aber auch, gehört hier zu den blauen, sage ich mal, zu 50% recycelt als Wertstoff, macht das irgendwie Sinn, als Edelmetall. Platin geht es genauso. Was ich da so gelb eingekringelt habe, ist unten, das sind die seltenen Erden, das sind nun sehr interessante Stoffe, die in ganz kleinen, geringen Konzentrationen bitte schon hervorragende Veränderungen hervorbringen können, physikalisch, chemisch, elektrische Art. Und darum werden die halt auch benutzt, dass man wenn man Digitalisierung heißt, auch immer Miniaturisierung auf sehr kleinen Raum physikalisch, chemisch, technische Dinge machen will, dann benutzt, braucht man solche ja, seltenen Erden, die jetzt unten drin sind. Und die sind alle durchweg rot. Also das, die Recyclingquote liegt hier überall bei unter 1%. So, das ist jetzt das, was wir noch mit Metall, ich muss leider ein bisschen schnell machen, gleich kommt der nächste Zettel. Die zweite stoffliche Perspektive wäre Kunststoff und diese Folie zeigt ihn einfach nur relativ simpel, haben es alle gedacht, in Elektrogeräten ist verdammt viel unterschiedliches Kunststoff drin. Ja, die Vielfalt ist das, was das ins Recyceln hier zutiefst erschwert. Aber nicht nur das, was auch noch das Recycling sehr erschwert ist, die dem Kunststoff zugeführten Additiven. Berühmt sind vor allem die Flammschutzmittel, das ist ein Additiv. Da finden wir plötzlich Halogene drin, in den Farbpigmenten von Kunststofffärbemitteln finden wir Schwermetalle. Die polydipromierten Flammschutzhämmer sind bereits Gegenstand von Regelungen, von rechtlichen Regelungen. Sie zählen halt zu den POPs, wie wir sagen würden, also zu den persistenten organischen Substanzen, die in ihrer Toxizität alle, also immer im oberen Rang sind, sozusagen High-End, was die Toxizität betrifft. Also Karzinogen, Mutagen, all solche Eigenschaften finden wir dort. Wenn man sich das jetzt, was tun wir als nächstes? Ah ja, da sind wir gut dabei. Wenn man sich vorstellt, wir wollen recyceln und dann sagt man, mach mal so, wie das Recyceln am aller schwersten wäre. Mach es mal unmöglich. Dann würde man Folgendes tun. Man würde ganz viele chemische Verbindungen nehmen, ja, Elemente nehmen, die in ganz kleinen Dosen, ganz kleinen Konzentrationen in möglichst möglichst vielen Geräten reintun, in ganz geringer Konzentration. Diese Geräte würde man in Massen produzieren und dann in aller Welt möglichst weit verbreiten. So, und das Allerbeste wäre, wenn die dann noch giftig wären. Bei Gallium ist das der Fall. Ich habe noch eine Minute. Und das ist tatsächlich die Situation von kleinen Elektrogleitgeräten. Ja, wenn Sie Recycling betreiben wollen, müssen Sie da all diese Prozesse wieder rückgängig machen. Sie müssen sie wieder einsammeln, Sie müssen sie demontieren, Sie müssen trennen, Sie müssen sie aufkonzentrieren.
Ja, und dann müssen die irgendwann mal entscheiden, wo sie aufhören, weil ganz klar ist, ganz bis zum Ende gehen sie nicht. Und wir wollen, haben uns ein paar Dinge überlegt, wo wir denken, da könnte man jetzt einsetzen. Das ist die letzte Folie. Das ist der Anfang von einer Darstellung, wie, welche Möglichkeiten Anforderungen an Elektrokleingeräte zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Recyclings sind eigentlich im Diskurs, sagen wir Wissenschaftler. Damit wollen wir uns so ein bisschen herausziehen und nicht sagen, wir sagen ja gar nicht, was das Beste ist. Wir sagen nur das, was man so alles machen könnte. So. Und andere sollen das dann so ein bisschen entscheiden. So. Natürlich ist das nur so halbäugig, natürlich bewerten wir auch mal mit. Wir denken, Vollzug von illegalen Export ist, glaube ich, eine sehr vernünftige Angelegenheit. Wir haben bereits strenge Auflagen, das, was den Export betrifft. Allerdings wird das nicht vollzogen. Ja, ein Pfandsystem ist eine Idee, spricht für sich selbst. Altgeräte auch im Handel annehmen, als Pflicht zu formulieren, ist ein Punkt. Verringerten Mehrwertsteuer statt für gebrauchte Produkte. Wir haben vorhin von Wiederverwendung gesprochen. Das heißt, das Produkt wird vielleicht in seinen Komponenten zerlegt, aber ansonsten in eine zur gleichen Verwendung wieder benutzt, ja, zum gleichen Zweck. Separate Recyclingquoten für kritische Metalle und Kunststoffe, ja, werkstoffliche Verwertungsquoten, ja, also Kunststoffe zu verbrennen ist wirklich es ist einfach dumm. Es ist einfach furchtbar dumm. Ja, also mein Chemieprofessor hat gesagt, was man aus Erdöl alles machen könnte, wenn man das dann da Benzin draus macht, da können wir an die Tränen. Man könnte das viel, viel, viel besser benutzen. Aber wir nehmen das dann, wir verbrennen das. Na gut. Separate Recyclingquoten für kritische Metalle, also hier die Recyclingquoten nicht nur, wie ich vorhin gezeigt habe, so auf so ein paar Gerätekategorien, sondern sie auf die materielle Ebene bringen. So, Schadstoffentfrachtung, sicherlich eins, denken Sie an dieses. Hier in diesem Gerät als Beispiel ist ein Viertel vom Gewicht nur Batterie. Also scheint es eine vernünftige Idee zu sein, lass es verpflichtend machen, dass aus allen Elektrogeräten vorher die Batterien rausgebaut werden. Ich denke, ich bin am Ende und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt das andere. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch 7 Minuten für Fragen, Diskussionsbeiträge. Melden Sie sich einfach, der Kollege geht mit dem Mikrofon rum. Wenn Sie hier vorne sitzen, können Sie auch in mein Mikrofon sprechen. Bitte kurz halten, wir sammeln ein paar Fragen und geben dann nochmal an die beiden Vortragenden. Eine Frage zum Elektroschrott. Sie hatten ja gesagt, das wird nicht vollzogen, das Verbot. Warum, was fehlt da? Sammeln wir erstmal kurz, oder wollt ihr direkt beantworten? Okay, weitere Fragen? Da hinten meldet sich jemand. Ich gebe das Mikro mal hier vorne hin. Ja, hallo. Also würde mich freuen, wenn wir klar bleiben in der Wortwahl und einfach deutlich sagen, es gibt gar kein Recycling. Das gibt es überhaupt nicht. Nicht in diesem Bereich von Elektronikschrott. Das ist etwas anderes und es gibt auch keine Beseitigung, weil das ist physikalisch unmöglich, etwas zu beseitigen. Aber es ist ein bisschen spitz, finde ich, ich gebe es zu. Meine Frage ist, inwiefern andere Designansätze eine Rolle gespielt haben in Ihren Untersuchungen und vielleicht auch die Formulierung von Positivlisten für Materialien. Danke. Dankeschön. Nehmen wir noch eine Frage von da hinten, bitte. Ja, Stichwort geplante Obsoleszenz. Ist da was dran oder eher Verschwörungstheorie? Geplante Obsoleszenz. So. Tut mir leid, ich habe das. Beseitigung ist natürlich letztendlich Deponie oder Wiederverbrennung. Sie haben völlig recht, physikalisch kann man nichts verschwinden lassen. Das ist natürlich aus der Abfallwirtschaft. Ich habe da eine hohe Regelungsdichte. Da gibt es bestimmte begriffliche Definitionen, die fallen das so. Damit muss man umgehen, wenn man damit leben will. Sie sagten, warum kein Vollzug? Das Vollzugproblem ist, stellen Sie sich vor, Hamburger Hafen, große Container, und da soll jetzt jemand sagen, also das Recht sagt, wenn die noch gebrauchsfähig sind, dann sind sie halt kein Abfall. So, dann muss also jemand hingucken und sagen, ist dieses Gerät gebrauchsfähig oder ist es Abfall? So, dann werden vorne eine große Kühlschranke hingestellt und hinten wird dann irgendwie Schüttware, sag ich mal, so auf angehäuft. So, und da muss dann im Hamburger Hafen, gibt es viele von diesen Container, so Sie merken, der Kontrollaufwand wird groß. Konkrete Antwort auf Ihre Frage, es gibt zu wenig Personal. Und vielleicht auch Willen,
was war die dritte Frage? Ich habe eben, ja, Obsoleszenz, Obsoleszenz, ja, selbstverständlich ist festgestellt worden, Drucker ist ein berühmtes Beispiel, kann man sogar softwaremäßig, kann man das ein bisschen austricksen, ja, das gibt es ja ganze Aktivitäten und der nicht ausbaubare Akku von, ich glaube, Apple war es, das sind alles Hindernisse beim Recycling, ganz klar, vor allem, wenn man dann denkt, ich will ja nicht nur, ich will möglichst zerstörungsfrei demontieren, um auch Komponenten wieder zu gewinnen, wieder zu verwenden. So, und da spielt Obsoleszenz natürlich ganz negativ rein und verunmöglicht das in vielen Fällen. Ich würde ganz gerne noch was zu dem Design sagen. Auf jeden Fall eine super Frage, da sich auch gerade die Ökodesign-Richtlinie in der Überarbeitung befindet. Das heißt, es ist gerade hochaktuell, das Thema. Die Studie wird die Designfragen nur am Rande behandeln, weil es hauptsächlich um das Elektro-G und die WI-Richtlinie sich drehen wird. Das liegt daran, dass der Anlass für die Studie tatsächlich das das Kreislaufwirtschaftspaket der EU und eben die anstehende Überarbeitung des Elektro-Gs tangieren wird. Und Design ist aber auch spannend, beschäftigen wir uns auch mit, wäre aber jetzt für eine Studie dann zu spät gewesen. Es gab jetzt gerade einen Entwurf von der EU-Kommission, da kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ganz spannend zum Thema Displays auch und Fernsehgeräte. Da habe ich dann auch direkt wieder die halogenierten Flammschutzmittel entdeckt und habe mich furchtbar geärgert, zusammen mit anderen Kollegen und Kolleginnen, die europaweit tätig sind. Und genau, und wir hoffen natürlich, dass dieser Passus auch wieder gestrichen wird. Also der war ursprünglich mal raus, also da war ein Verbot drin, ist jetzt wieder im Entwurf kein Verbot, aber es wäre natürlich schön, wenn wir es im Endeffekt alle zusammen schaffen, dass diese Flammschutzmittel rauskommen. Ja. Meine Frage war noch, ob Positivlisten eine Rolle spielen, weil dann brauchen Sie keine Verbote. Wenn klar ist, welche Materialien verwendet werden dürfen, dann ist automatisch, dass die anderen nicht verwendet werden dürfen. Und dann ist es viel leichter zu regeln, zu kontrollieren und so weiter. Ja, also wir nehmen das. Wir werden uns auf jeden Fall auch, beziehungsweise Ökopol im zweiten Teil der Studie mit allen möglichen rechtlichen Regelungen beschäftigen und da wird das auch eine Rolle spielen. Genau. Okay, vielen Dank.